Servus zur neuen Folge von Sweat. Heute ist unser Thema Schule. Nach 11 Jahren im Unterricht sein, haben wir mal gedacht, könnte man noch mal eine Folge über die Schule machen. 11 Jahre haben wir jetzt hier schon vergeudet. Zu diesem Anlass haben wir heute einen Stargast, wieder mal. Ich stelle vor, Leo Halaschka. Hallo. Selbst Schüler seit 11 Jahren und erst deutlich früher auf die Sprünge gekommen, dass Schule irgendwie nicht so das Wahre ist, gell? Ja, das könnte man so sagen. Also ich habe schon quasi seit der Grundschule mich über Schule immer mal wieder aufgeregt, wusste aber nie so genau warum. Und ja. Man denkt ja dann irgendwie auch, ja, vielleicht liegt es an einem selber. Man ist einfach nicht so toll. Aber mit der Zeit habe ich dann immer mehr mich versucht zu informieren über Schule und bin irgendwann dazu gekommen, ja, Leute zu finden, die ähnliche Ansichten haben über Schule wie ich, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, und mich so zu informieren. Und genau. Ja, habe so gemerkt eben, dass ich nicht alleine bin, glücklicherweise. Ja. Denn wir wollen so ein bisschen das Konzept Schule heute mal so aus den Angeln nehmen, würde zerreißen an dem Ganzen und gucken, was denn das eigentlich für Schwächen und Stärken noch hat. Und auch schauen, was eigentlich die Digitalisierung, die ja wirklich einen großen Effekt momentan auf unsere gesamte Gesellschaft hat, dafür eine Rolle einnehmen kann. Ja, und hoffentlich auch, was man vielleicht in Zukunft verbessern könnte, dass man nicht immer nur meckert, sondern auch versucht, was zu verändern und wer mithelfen könnte, was zu verändern. Also, wie du gerade ja schon meintest, Leo, du hast dich schon etwas länger beschäftigt mit dem gesamten Thema Schule. Ja klar, wir gehen auch schon seit 11 Jahren in die Schule, da denkt man vielleicht schon mal drüber nach, nach der 20. Mathehausaufgabe, die man nicht checkt. Was soll denn das eigentlich hier? Was für eine Aufgabe hat denn die Schule eigentlich in meinem Leben später? Ja, das ist nämlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich habe leider, oder zumindest für mich persönlich in meinen Recherchen herausgefunden, eine sehr geringe. Also den Großteil dessen, was ich in der Schule oder für die Schule gelernt habe, kann ich mir auch selber beibringen. Und das ist schade eigentlich, weil die Schule sollte ja eigentlich die Aufgabe haben, jeden Schüler, würde ich zumindest sagen, so zu bilden, dass er am Ende ein vernünftiger oder ein Bürger ist, der vernünftig in der Gesellschaft seinen Beitrag leisten kann. Und das wird im Moment in der Schule einfach nicht gegeben. Genau, also Richard David Precht, weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ich glaube nämlich schon, mit dem hast du auch schon mal auseinandergesetzt, glaube ich. Der ist mir auch über den Weg gelaufen, was so Schule und so angeht. Es hat eine sehr moderne Einstellung dazu, dass nämlich Schule ja irgendwie ein Ort sein soll, an dem so die intrinsischen Fähigkeiten von Kindern eigentlich eher gefördert werden sollten, anstatt dass sie kastenmäßig einfach eingeordnet werden und stumpf irgendwelche Sachen auswendig lernen, die an im Leben später wahrscheinlich wenig eine geringe Rolle spielen werden am Ende. Ja, das stimmt. Und er war auch eigentlich derjenige, der mich überhaupt erst darauf gebracht hat, mich mehr mit dem Schulsystem zu beschäftigen, die Vor- und Nachteile besser zu erkennen. Und er geht auch sehr stark darauf zum Beispiel ein, was die Digitalisierung für eine Rolle spielt im Schulalltag oder inwieweit es jetzt wichtig wäre, das Schulsystem auf die Digitalisierung anzupassen. Ja. Er sagt zum Beispiel, dass laut Schätzungen in den nächsten Jahrzehnten 11 bis 19 Millionen aller jetzigen vorhandenen Jobs wegfallen werden. Und die Jobs, die dann neu entstehen, für diese Jobs braucht man eine sehr hohe Qualifikation, die vom jetzigen Schulsystem einfach nicht gegeben wird. Also zum Beispiel Flughafen managen. Mhm. Das kann man, nichts davon, was man dafür braucht, wird in der Schule heute gelehrt. Vor allem nicht Teamfähigkeit und Kreativität. Das sind Dinge, oder zum Beispiel Vernetzung von Fächern. Ja. Ein anderes Beispiel, was er genannt hat, wäre der Klimawandel. Wenn man Dinge gegen den Klimawandel tun möchte. Das ist ja nicht nur, der Klimawandel ist ja kein Fach. Also wenn man über den Klimawandel redet, braucht man Physik, Chemie, Biologie, Politik. Das fällt alles zusammen. Ja. Und in der Schule wird es in Fächer aufgeteilt, die in einer völlig willkürlichen Reihenfolge nur vom Stundenplan, der Stundenplan ist ein Programm, da hackst du die Daten ein, das spuckt den fertigen Stundenplan aus, die Fächer sind völlig willkürlich angeordnet und du kannst es nicht vernetzen, die Schüler lernen das nicht zu vernetzen. Und über solche Sachen redet eben Richard David Precht sehr viel, hat Vorträge darüber gemacht, hat mich sehr begeistert und ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass er ein Buch darüber geschrieben hat, ein ganzes. Ich habe das auch mal mitgebracht. Ja, sehr schön. So sieht's aus. Anna, die Schule und der liebe Gott. Indem er quasi nochmal alle Punkte auflistet, die ihn am Schulsystem stören. Mhm. Die erste Hälfte des Buches geht es eben darum, dass er alles kritisiert. In der zweiten Hälfte versucht er, eine Alternative aufzubauen. Mhm.
Was und wahrscheinlich auch nicht ganz einfach ist. So. Klar, das wird ihm auch oft, oder das wird ihm auch oft vorgeworfen von Kritikern, vor allem von Kritikern, die sein Buch nicht gelesen haben, dass er, also dass man ja immer viel nörgeln kann, aber dann keine Alternativen liefert. Aber das versucht er eben und ich glaube meiner Meinung nach auch, dass er das sehr gut schafft. Viele Politiker weichen ja auch so immer, habe ich das Gefühl, darauf aus, das ist finanziell nicht machbar, das würde so viel Geld kosten. Aber Herr Precht sagt, dass es gar nicht stimmt, dass man viel Geld braucht. Es sind eher so grundlegende Strukturen, die halt erneuert werden müssten. Und da bringt es nicht im Zuge der Digitalisierung einfach jedem Schüler den neuesten PC hinzustellen. Ich denke auch, dass das eher so tiefere Strukturen sind, die da einfach erneuert werden müssten. Es geht nicht im Ende darum, dass jeder einen super PC hat. Es geht, glaube ich, eher darum, dass wirklich so Lehrer ausgebildet werden auf Unterrichtsinhalte, die dann in der Zukunft eine Rolle spielen für die Kinder in der Entwicklung. Ja, ja genau, genau. Also er sagt zum Beispiel auch, dass es keinen Sinn macht, dass nur ein Lehrer vor einer Klasse mit 30 Schülern steht und womöglich völlig überfordert ist, sondern dass es besser wäre, wenn man mehrere Lehrer hat, die untereinander schon vernetzt sind, sich dann mit den Schülern austauschen und dann dadurch, dass es eben mehrere sind, sich auf alle Schüler konzentrieren können und noch die Aufgabe haben, die verschiedenen Fächer zu vernetzen. Sodass man vielleicht sogar in realen Projekten, also er schlägt zum Beispiel auch vor, dass man zum Beispiel, war mal ein, jetzt vielleicht ein bisschen saloppes, aber ein Beispiel war, man baut mit einer Klasse ein Baumhaus mit verschiedenen Lehrern, die die Schüler anweisen und währenddessen lernt man natürlich Teamfähigkeit und Kreativität beim Bau. Man kann Mathematik, Satz des Pythagoras für die Winkel und was weiß ich, Dreiecke, die man an das Baumhaus baut. Biologie, wenn man im Wald ist, kann man die Tiere dabei erforschen und so weiter, aber eben reale Projekte und nicht nur, man bekommt irgendwelche Arbeitsblätter, liest sich das durch, schreibt es ab und lernt es auswendig. Ja. Sowas in der Art, also vor allem so dieses Teamfähigkeit stärken, dieses im Team lernen, das gibt es im Schulsystem von Finnland sogar in großen Teilen schon. Da wird wirklich Teamarbeit und Lernen in Teams wirklich fokussiert und gar nicht dieses Frontalunterricht, was wir halt hier immer haben. Und da ist die Motivation auch bei den Lehrern um einiges höher. Was man natürlich machen könnte, um die Schüler individuell zu fördern, ist, gerade wenn wir schon wieder bei Digitalisierung sind, einfach Computersysteme und Programme zu schaffen, die halt einfach speziell für jeden Schüler einzeln berechnen, was denn genau die Stärken und Schwächen sind und darauf ausgelegt einen Lehrplan für diesen Schüler zu entwickeln und den dann einfach die Lehrer mit den Schülern abarbeiten. Ja. Dass praktisch der Computer so die Rolle, die Hilfsrolle des Lehrers einnimmt. Ja, das ist eine sehr gute Idee eigentlich. Nur da fällt einem auch schon auf, wo passen in so eine Idee zum Beispiel. Also man hat ein Programm, das einem immer wieder sagt, was man besser machen könnte und entwickelt einen immer weiter. Wo passt da noch zum Beispiel das klassische Benotungssystem rein? Ja, also brauchen wir das überhaupt? Das ist die andere Frage. Genau. Was sagt denn eine Note eigentlich aus? Ja. Eine Note sagt eigentlich nichts aus, außer, dass der Schüler oder die Schülerin zu diesem Zeitpunkt die Fakten, die es gelernt haben musste, abfragen konnte. Genau, ich meine, mehr ist es nicht. Ich meine, ihr kennt es ja vielleicht auch von einer Mathe-Klausur. Man sitzt einen Tag vor der Klausur abends da und denkt sich, Mist, ich muss morgen Klausur schreiben. Was mache ich? Ich baller mir den ganzen Stoff einfach rein, irgendwie ins Gehirn, die ganze Nacht durch oder vielleicht zumindest bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag schreibe ich es aufs Papier. Und dann ist und, es weg. Ja, eine Stunde danach. So, ist es dann weg. Ja, eine Stunde danach ist alles wieder vergessen. Ja. Und diese Note, die man davon bekommt, entscheidet dann über die spätere Laufbahn. Ja. Ja, wo doch eigentlich ja auch ganz andere Sachen wirklich, wie schon gesagt, im Fokus liegen müssen. Zum Beispiel, das, was wir hier machen, ist doch eigentlich viel wichtiger für unsere Entwicklung. Wir organisieren uns selber, wir überlegen, was ist uns wichtig, worüber möchten wir reden. Dann lernen wir hier zum Beispiel, der Technikmann hinterm PC macht den Ton und die Kamera. Der andere kümmert sich um unseren Außenauftritt, unsere sozialen Netzwerke. Dass wir einfach das üben, was uns wirklich Spaß macht, dass wir das umsetzen und das da ist einfach viel mehr Motivation auch dabei. Ja. Und dass wir auch lernen, sich einfach zu artikulieren und einfach zu sprechen und irgendwie das, was einem wirklich wert ist, einfach damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Das ist, glaube ich, was viel, viel wichtiger ist, als irgendwie halt einfach nur stumpfes Faktenlernen oder die Symbiose von keine Ahnung was. Das braucht kein Mensch am Ende wahrscheinlich. Ja, dann studierst du und dann lernst du es gut. Aber vorher brauchst du es wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass sowas wie das hier überhaupt existiert, wie SWEB existiert dass ich heute hier sein darf. Ja. Das beweist ja schon, dass es auch schon Gegenstimmen gibt, auch von den Schülern. Es gibt schon Schüler, die sich dafür engagieren und ich glaube auch Lehrer und Eltern, die sich dafür engagieren, dass es besser wird. Es ist nur sehr schwierig, weil man eben, es gibt viele Diskussionen, zum Beispiel sollte man G8 oder G9 machen. Ich würde sagen, oder auch, das kommt auch von Precht,
Es bringt, also ist es relativ egal, ob man G8 oder G9 macht, weil das ein winziger Teil von dem ist, was man eigentlich machen müsste. Precht hatte mal das Beispiel genannt oder die Analogie genannt, das Schulsystem ist so ein alter Flickenteppich. Und wenn man jetzt G8 oder G9, wenn man jetzt zum Beispiel G8 statt G9 macht, dann näht man noch irgend so eine Borte da dran oder flickt irgend so ein Loch. Dabei müsste man eigentlich mal den ganzen Teppich erneuern. Ja. Ja. Und genau das ist eben auch das, was er, wie gesagt, im Buch versucht darzulegen. Und auch möglichst alle Seiten einzubeziehen. Er betont auch immer wieder, dass er diese ganze Entwicklung nicht in Links-Rechts-Spektrum einordnen will, sondern versuchen will, ja, das Beste aus beiden Welten sozusagen zu kombinieren. Es ist nur leider eben alles sehr umfassend und sehr grundlegend. Es ist natürlich dann immer gleich auf ganz Deutschland bezogen. Es ist vielleicht schwierig, sich das jetzt als einzelner Schüler oder so vorzustellen, wie man da seinen Teil für beitragen kann. Man kann sich ja so ein Bild davon machen, wie zum Beispiel sich ein Auto entwickelt hat in den letzten 30, 40 Jahren, von einem Käfer oder einer Ente bis hin zu einem selbstfahrenden Auto jetzt, das wir schon fast haben. Dann überlegen, was hat sich in dem Klassenzimmer geändert? Das Klassenzimmer sieht eigentlich noch aus wie vor 40, 50, 100 Jahren. Da hat sich nicht viel getan. Das ist traurig. Ich meine, das Beispiel hinkt so ein bisschen, weil eine Tür sieht immer noch so aus wie eine Tür vor 120 Jahren. Ja. Aber ich meine, es ist einfach viel zu komplex, das System Schule, als dass man es über hunderte Jahre, wo sich unsere Gesellschaft so stark verändert, einfach gleich behalten kann. Ja, das stimmt. Und nicht nur die Klassenräume sind gleich geblieben, die ganzen Schulen. Also wenn man sich überlegt, so eine Schule sieht eigentlich aus wie so eine Mischung aus Verwaltungsgebäude und Gefängnis. Ja. Lange Gänge, an den Seiten zweigen Türen ab, militärischer Plattenbau. Nicht schön, also wirklich hässlich, man will da eigentlich nicht rein. Und selbst das ist quasi nur der Hardware-Teil. Die Software, also die Lehrpläne, haben sich auch kaum geändert. Im Zweifelsfall doch, sie haben sich geändert, sie wurden noch mehr vollgestopft. Das ist auch ganz toll, dass man das Wissen, was man sich aneignen müsste in der Schule, um die Lehrpläne zu erfüllen, das ist mehr als je ein Schüler lernen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, und da zumindest spreche ich da, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung, kann man sich durch die Schule durchwursteln, ohne je wirklich gelernt zu haben. Was genauso schlimm ist, weil das ja bedeutet, dass man letztlich keine Bildung hat. Entweder die Bildung ist so hoch gesteckt, dass man es gar nicht erreichen kann, oder, wie es in der Praxis ja anscheinend ist, man kann sich durchmogeln und trotzdem durchkommen. Das Schlimmste dabei finde ich immer, also ich bin wirklich sehr froh, wenn ich nächstes Jahr von der Schule abgehe, muss ich leider so sagen. Aber noch viel schlimmer finde ich, dass ich dann im Nachhinein weiß, ich habe eine Bildungschance verpasst. Ich werde nie wieder in meinem Leben, wenn ich studiere, wenn ich arbeite, wenn ich in Rente gehe vielleicht, aber ich werde nie wieder so viel Zeit haben, mich zu bilden, mir Wissen anzueignen, mir interessante Dinge über die Welt zu erklären. Und diese Möglichkeit, die uns ja eigentlich gegeben werden sollte, was ja die Aufgabe von Schule sein sollte, wird zumindest meiner Meinung und auch der Meinung von vielen Leuten, wie zum Beispiel Richard David Precht oder auch, vielleicht kennen den auch einige, den Physiker Harald Lesch, der ist auch großer Kritiker des Schulsystems, die auch sagen, die Schule wird dieser Aufgabe nicht gerecht, und das ist einfach extrem schade. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir hier in Deutschland sind und wir auch an einem Gymnasium sind, was ja eigentlich die, abgesehen von Sonderschulen oder also von Elite-Schulen, die höchste Bildungsform in Deutschland ist, und Deutschland eins der weitest entwickelten Länder, wenn man so sagen kann, der Welt, und trotzdem das Bildungssystem so schlecht ist. Wie ist das denn erst in anderen Ländern? Und ja, nicht wie schlimm. Nicht viel schlechter, geht ja nicht. Ja, genau, ja, so gesehen, ja, genau. Was auch Tatsache ist, dass wir 10.000 bis 12.000 Stunden in unserem Leben, wir Schüler, bis zur 12. Klasse in dieser Schule verbringen. Ja? Und du hast gerade schon erwähnt, G8, G9, das ist ja eine ziemlich große Debatte momentan. Manche Länder haben jetzt schon G9 wieder, manche sind bei G8, manche können sich es aussuchen. Ja. Das wird ja nochmal ein Jahr draufsetzen. Mhm. Und was ist eigentlich so die Meinung? Also deine Meinung ist, G8 reicht schon, ist schon schlimm genug, glaube ich. G9 setzt noch einen oben drauf, aber entzerrt das so ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, in einem vernünftigen Schulsystem wäre G9 oder auch sogar G10 von mir aus eine sehr gute Entwicklung. Ich persönlich bin froh, dass ich G8 habe, weil ich dann schneller aus diesem System draußen bin. Aber, und das kann ich nur immer wieder betonen, ich finde es wirklich schade, dass ich es überhaupt gut finde, aus der Schule raus zu sein. Es wäre so eine gute Möglichkeit, mich weiterzubilden. Das werde ich nie wieder bekommen in meinem Leben. Ja. Wir haben uns mal überlegt, gehen wir doch mal auf die Straße und fragen wir mal andere Leute, Jugendliche und junge Erwachsene, was sie denn so von G8 oder G9 halten. Und gucken mal, was bei denen so da rauskommt. Wie findet ihr Schule? Scheiße. Echt scheiße? Ja. Habt ihr auch abgebrochen, so wie ich? Nein. Okay.
Nicht gut. Nicht so der Fans von Schule? Ganz gut, ich bin jetzt fertig. Okay, und hattet ihr G8 oder G9? G8 hatte ich, ja. Ich hatte G9. Seid ihr froh, dass es G8 oder G9 war? Auch G8. Hättet ihr lieber ein Jahr länger gehabt oder nicht? Ja, auch so, um ins Ausland zu gehen und so, auf jeden Fall. Ja. Ja, wobei, jetzt ist man auch früher fertig und so, kann schnell einen Job rein und so. Ja. Ja. G9, ja. G9, ja? Ist weniger Stress? Ja. Ja. Okay. 9, weil dann wird es leichter am Ende. Hat man mehr Zeit? Okay. Und seid ihr auch so die Art von Schüler, die einfach auf den letzten Drücker immer lernen, so vor der Klausur, letzter Abend noch ausnutzen und lernen? Nee. Okay. Ja, definitiv. Definitiv. Immer lieber in die Nacht rein als 2 oder 3 Tage vorher. Okay. Ja. Schon? Okay. Ja, auch beim Abi? Ja. Okay. Aber trotzdem hat es hingehauen beim Abi? Ja. Ja, sehr gut, cool. Okay, da. Ja? Jo. Super. Okay, das war's schon. Ja, danke. 1-0, super, cool. Danke euch. Ciao. Man sieht, es gibt Möglichkeiten, die Schule interessanter zu machen und es gibt auch Leute, die sich damit wirklich beschäftigen. Jedoch ist das Schulsystem schon so verankert und angenommen, dass sich kaum einer traut, es komplett umzukrempeln, wo es doch so nötig wäre in einer sich digitalisierenden Gesellschaft. Okay, wir haben jetzt nun wirklich schon sehr viel über Schule geredet, eigentlich schon wieder viel zu viel. Aber ich fand, es war wirklich sehr spannend und genau, hast du noch was zu sagen? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ich wollte einfach nochmal kurz Werbung machen, wenn man so sagen darf, einerseits für dieses Buch, ich gehe erstmal hier in die Kamera, kann ich nur jedem ans Herz legen, das ist quasi meine Bibel geworden in den letzten Jahren. Und wer keine Lust hat, ein ganzes Buch zu lesen, es ist jetzt auch nicht so dünn, ich hoffe, dass ihr das dann in die Videobeschreibung packt, vielleicht noch ein paar Links. Einerseits, wer das Buch kaufen möchte auf Amazon, und andererseits noch Links zu Vorträgen von Precht und auch noch von Harald Lesch, ist auch noch eines dabei. Aber vor allem der erste Link, ein Vortrag, 23 Minuten, ist jetzt nicht so lang, kann man sich ja vielleicht mal angucken, wo Precht nochmal eben alles zusammenfasst, was ihn an Schule stört, und vielleicht findet sich da ja eure Meinung auch wieder, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja, vielen Dank, Leo, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, war sehr schön mit dir. Und das war's von Svet heute. Schönen Tag noch. Servus. Ciao.